Du bist nicht schwanger, Bianca. Und du warst es auch nicht. Vincent, was ist das? Das ist das Zeug für Dora und dir. Feels like my life is over. Feels like my future's crushed. And I'm gonna miss the times when you wish just the three of us. Ist das wirklich nötig? Wenn du schon mal hier bist, hinsetzen, Pulli aus. Mit Bitte hast du es nicht so, ne? Ja. Kannst dich wieder anziehen. Bitte. Sieht super aus. Wunder halt nach Lehrbuch. Du solltest deiner Schulter nur noch eine kleine Pause gönnen. Was meinst du? Nicht gleich wieder in die nächste Felsspalte stürzen? Ja, lustig. Finde ich auch. Danke jedenfalls fürs Kümmern. Apropos Kümmern. Also, ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich mich nicht mehr in dein Leben einmische. Aber... Na, toll. Ein Versprechen, das schon mit Aber anfängt. Nein, nein, du hast ja gesagt, dass du nichts mehr mit Doros Sachen zu tun haben möchtest, richtig? Ja. Okay. Aber möchtest du, dass ich die Sachen gleich entsorge? Ist mir egal, was mit dem Zeug passiert. Hauptsache, ich stolper nicht jeden Tag drüber. Okay. Dein Leben, deine Entscheidung. Ich möchte nur nicht, dass du es irgendwann bereust. Lass das mal meine Sorge sein. Wie du richtig sagst, ist das mein Leben, aus dem du dich in Zukunft ja raushalten wolltest. Schon vergessen? Weil das ja so einfach ist, zwischen guten Freunden. Weißt du was? Du kannst ganz schön stur sein. So holprig die Anfänge in Wiesenkirchen auch waren. Jetzt habe ich mich mit meinem Vater endlich ausgesprochen. Mit Lukas ist auch alles geklärt. Und unter Daniel habe ich endgültig einen Schlussstrich gezogen. Deswegen kann ich mich jetzt auch darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Für die Menschen um mich herum da zu sein. Als Ärztin, Schwester oder eben als Freundin. Danke dir. Sag mal, ich weiß nicht, ist alles okay bei dir? Ja, wieso? Naja, ich dachte nur, vielleicht bereust du es ja, dass du Marie deine Ferienwohnung angeboten hast. Marie sucht eine Wohnung, ich habe eine Wohnung. Außerdem ist Basti dann näher bei seiner Mutter. Stimmt schon. Ist eigentlich ganz cool, wenn die sich nicht immer extra verabreden müssen. Trotzdem, ich stelle es mir ein bisschen weird vor, auf einmal wieder mit seiner Ex zusammen zu wohnen. Ach, dass Marie und ich ein Paar waren, das ist so lange her. Jetzt wohnt sie oben, wir wohnen hier unten. Alles gut. Hey. Frühstücksservice, wir haben uns einmal noch Brezen mitgebracht. Ich habe Marie zum Essen eingeladen, spontan. Ich hoffe, das ist okay. Ja, wenn du jetzt schon hier wohnst, kannst du auch mit frühstücken. Dann hole ich dir doch schnell einen Teller. Super, danke. Kannst du noch eine Tasse mitbringen? Ja, klar. Cool. Das lasse ich doch. Danke. Also, so schön zu einer alten Post auch war, mit euch zusammen zu frühstücken, ist viel schöner. Kaffee? Gerne. Ich kann dir ja später beim Umzug helfen. Danke, das ist lieb, aber ich habe ja nur zwei Taschen. Was ist mit dem ganzen Rest in München? Naja, das ist ja nur für den Übergang hier. Auf Dauer suche ich mir dann schon was Eigenes. Wieso? So ein bisschen weibliche Unterstützung könnte bei dem ganzen Testosteron hier eigentlich nicht schaden. Perfekt. Dann bin ich also raus aus der Haushaltsnummer. Weißt du was? Für den Spruch könntest du später eigentlich gleich mal den Frühstückstisch abräumen. Finde ich auch. Finde ich auch. Vergiss nicht, deine Schwester hat gleich diese Untersuchung in Tölz, in dieser Klinik da. Ich weiß, Papa, das hast du mir jetzt schon x-mal gesagt. Was heißt x-mal? 1000 Mal und dass ich mit ihr sensibel umgehen soll. Papa, ich bin bei nicht völlig doof. Buongiorno zusammen. Buongiorno. Alles gut? Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass die im Krankenhaus herausfinden, warum mein Körper so tut, als ob er schwanger wäre, wo ich es eigentlich gar nicht bin. Ey, es wird schon nichts Schlimmes sein. Alexandra meinte doch auch, dass das, also... dass deine Symptome mit einer verspäteten Regelblutung zusammenhängen können. Wir werden sehen. Solange ich weg bin, läuft hier alles weiter wie bisher. Ja. Gut. Papa, in einer Stunde kommen die Sörensens zum Check-in aus Hamburg. Hm. Die zwei sind Stammgäste, aber ziemlich speziell. Bitte kontrolliere vorher noch mal die Zimmer. Mach dir keine Sorge. Fürs Landfrauentreffen ist alles vorbereitet? Kaspers Knödel auf Weißweinkraut wären ein Traum. Sehr gut. Die Schützen kommen um 10. Bitte achte darauf, dass der Platz für den Bürgermeister immer frei bleibt. Ja.
Der alte Kreuz kriegt natürlich seine Sonderbehandlung. Er ist ja unser neuer Boss. Okay. Emilia, du kümmerst dich um den Service. Ja, Bianca. Du bist noch nur einen Tag weg, Schwester. Jetzt keine 3 Wochen. Wir schaukeln das Boot hier schon. Das Boot ist bei euch vor lauter Schaukelei auch schon beinahe untergegangen. Jetzt mach dir keine Sorgen, wir haben alles im Griff. Und sobald du was weißt in der Klinik, ruf uns sofort an. Ja, mach ich. Ja. Bis später. Ciao. Ciao. Also, ihr habt doch ihre Schwester gehört. Wir müssen ihr zeigen, dass wir alles im Griff haben. Dass sie sich hundertprozentig auf uns verlassen kann. Ist das klar? Und wenn der Biermann anruft, dann sag ihm, dass er... Hey, Susi! Ey, lange nichts gehört. Er tut was? Dieses Riesen-Arschloch. Nein, 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 nein. Du erzählst mir jetzt sofort alles. Dieses, diese Ex-Freundin, die... Nein. Wenn Feli so hoch geht, dann geht's immer um ihren Ex-Freund Patrick. Und das bedeutet, dass es hier eskalieren wird und der Tag ist gelaufen. Und das heißt? Nichts Gutes. Ja, der Kirchenbesuch wird auch ohne sie stattfinden. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Alle verlassen sie auf mich. Ja, es tut mir leid, aber mit einer Lungenentzündung ist wirklich nicht zu spaßen. Es dauert manchmal bis zu einem Monat, bis man dann voll einsatzbereit ist. Und Sie wollen noch keinen Rückfall erleiden, oder? Na. Gut. Gibt's sonst noch irgendwas? Na, danke schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Kontrolltermin wieder. Für gut. Wiederschön. Wiederschön, Frau Scheiner. Georg, hallo. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja. Ein offenes Wort. Du könntest ein wenig freundlicher mit dem Patienten sein, meiner Meinung nach. Ich bitte dich, ich bin noch nicht unfreundlich. Nein, unempathisch. Es gibt mittlerweile einige Patienten, die wollen nur mehr zu Isa. Ja gut, wir leben in einem freien Land. Wer ist der Nächste? Talking about the weekend, I've been thinking about the rest of our lives. We could stay at home and pretend or leave it all behind. You've been talking about the weekend. Servus. Servus, Lukas. Ach, Tätin. Warten wir mit der Einsatzbesprechung noch auf Emilia? Nee, der hat sich freigenommen. Der springt für Bianca ein. Ich habe gehört, dass sie einen Termin in der Klinik in Tölz hat. Tut mir echt leid, dass sie jetzt doch nicht schwanger ist. Das ist ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Ich glaube, sie ist im totalen Gefühlschaos. Das scheint gerade rumzugehen. Ja. Gefühlschaos ist voll ansteckend. Mhm. Frag mich mal. Ich hole mir freiwillig meine Ex-Frau ins Haus. Was, echt jetzt? Die Ferienwohnung ist leer und als Basti vorgeschlagen hat, dass Marie zu uns kommt, wollte einfach nicht schon wieder derjenige sein, der alles verhindert, verstehst du? Naja, ich werde schon überleben. Oh, bitte, jetzt fang bloß nicht an, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Okay, ich dachte nur wegen Doros Klamotten in der WG. Von wegen Gefühlschaos. Hast du denn schon mal in ein paar Kisten reingeguckt? Kurz. Als ich dann ihr Schlafschild in der Hand hatte. Nicht. Ich pack das nicht. Es bringt ja auch nichts, sich damit zu konfrontieren. Ich meine, davon geht der Schmerz ja auch nicht weg. Ja, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, Lukas? Reichinger 701, zu Bergmast, Schliersee 101, kommen. Die Reichinger 701, was gibt's? Unfall am Waldrand Richtung Weilhausen. Eine Frau, Isabel Kreuz, ist mit dem Fahrrad gestürzt. Sie ist verletzt und braucht dringend Hilfe. Lukas, was soll das? Das ist nicht weit. Querfeldein bin ich schneller. Schick mir die genauen GPS-Daten aufs Handy. Alles klar, du Held. Zeichner 701. Alles klar bei euch? Ja, alles okay. Schick mir einfach die GPS-Daten, okay? Isa! Wo steckst du?
GPS müssen sie doch hier irgendwo sein. Isa! Lukas! Ich bin hier. Hey. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Passt schon. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg vom Hausbesuch zurück. Da ist ein Reh aus dem Gebüsch geschossen, mir direkt vors Fahrrad. Ich habe gerade noch so geschafft, den Lenker rumzureißen. Und da bin ich kopfüber. Zum Glück hatte ich einen Helm auf, aber ich habe so tierische Nackenschmerzen. Okay. Du stehst wahrscheinlich ein bisschen unter Schirm. Hol mal Tiefluft. Einatmen und aus. Das ist eigentlich mein Text. Ja, aber Frau Doktor hat gerade Dienst frei. Lukas für Max? Ich habe Isa gefunden. Sie ist bei Bewusstsein und eigentlich noch an einem Stück. Wenn ich Hilfe brauche oder ein RTW, sage ich Bescheid. Ende. Tut dir sonst noch was weh? Mein Fuß. Ich habe mich noch gar nicht richtig getraut, da hinzugucken. Stell dir mal vor, der ist gebrochen. Die Schmerzen sind nicht das Problem, sondern das Ausgeliefertsein. Wenn man sich noch nicht mal einen Becher Kaffee holen kann wegen der Krücken. Mir ist es schon mal passiert in den USA. Da bin ich mit einem Pizzaboten zusammengestoßen, also vielmehr mit seinem Mofa. Ich war wochenlang auf mich alleine gestellt. Hey, du bist hier nicht alleine. Du bist in Wiesenkirchen, schon vergessen? Hier ist niemand alleine, selbst wenn das gerne wäre. Stimmt. Kannst du ihn bewegen? Aua. Okay.